damit begrüße ich euch erneut zu Bendy and the Ink Machine. Wir haben jetzt mit einem aufwendigen Zusammenschnitt, also für mich aufwendigen Zusammenschnitt, das erste Chapter aus drei verschiedenen Videos zusammengestellt. Booyah! Däumchen nach oben für mich. Und ja, ich muss sagen, ich finde das Spiel unglaublich faszinierend. Ich fühle mich dem auch ziemlich nah, muss ich sagen, als angehender Animateur. Und ja, ich finde allgemein diesen Stil irgendwie unheimlich interessant. Es ist im Prinzip sehr comic-lastig, aber im Prinzip ist da viel Horror drin. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr interessant. Und habe gesagt, okay, Chapter 1 ist gratis. Ich habe es ausprobiert. Ich fand es geil. Jetzt ist es eigentlich nur fair, wenn ich mir auch das zweite hole. Was heißt fair? Ich will es unbedingt spielen. Und ja, und das werden wir jetzt auch tun. Jetzt, es ist eigentlich noch der gleiche Abend, aber ja. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Deshalb geht es jetzt direkt los. Ich habe gerade ins Licht geguckt. Das war nicht gut. Oh Gott. Weapon so und... Oh Gott, ja, okay. Oh Gott. Ich bin überfordert. Nein, ich krieg das hin. Also. Chapter 2. The Old Song. Oh, my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Press on? Das ist aber eine sehr komische Formulierung, mein Freund. Okay, wir sind hier also in diesem kleinen Ritual zusammengebrochen. Und hatten wir gerade zwei Stimmen? Entschuldigung, das finde ich komisch. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Okay, eine Axt nehme ich gerne. Kann ich das hier kaputt hauen? Ich habe Angst. Geht das auch? Nein. Ich weiß noch nicht, ob mich das beruhigt. Oh Gott. Ich erschrecke mich einfach sogar vor Holzbrettern. Geh auf, Sesam, öffne dich. Oh mein Gott. War ich nicht. Was? Utility-Schaft. Utility-Schaft, 9. Okay, Class 9, 3 Viertel. Oh, he will set us free. Nein, nee, sehe ich nicht. Tut mir leid, sehe ich nicht. Bendy, was hast du getan? Okay, was bist du? Kann ich dich mitnehmen? Scheinbar. Was auch immer du bist. Kann ich nicht das Banjo mitnehmen? Und mir fröhliche Musik machen, damit das hier nicht ganz... Oh! So big. Halt die Fresse! Erschreck mich doch nicht so! Hast du sie noch alle? Oh mein Gott! Okay. Alter. BTF. Those old songs, yes, I still sing them, for I know you are coming to save me, and I will be swept into your final loving embrace. But love requires sacrifice. Can I get an amen? Was zur Hölle? Es stimmt mit dem Kerl nicht. I said, can I get an amen? Das warte mal, nee, das war doch jetzt. Das war doch jetzt nicht seine Stimme, das war eine viel jüngere Stimme. Was zur Hölle? Und was hatte der mit seiner Tinte? Die Tinte ist wunderschön, wie sie die Nacht wieder schimmert. Was geht denn mit dem? Irgendwas ist doch hier nicht ganz koscher. Und ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich scharf drauf rauszufinden, was es ist, aber naja, aber auf der anderen Seite schon. Can I get an Amen? An Amen my ass, kriegst du nicht. Warum zeichnet man eine Maschine auf? Also irgendwie ist es ja witzig. Nur Bendy hinter dem Ritual, sie gefällt mir gar nicht. Tu mir nichts. Bitte, Bendy, tu mir nichts. Bendy. Oh! ich kann ihn töten. Oh, er steht wieder da. Bendy? Bendy? Finde ich nicht so cool. Steht er jetzt wieder? Bendy? Ich muss mich nur wegdrehen und dann steht er wieder, oder was? Oh mein Gott, das ist gruselig. Ich gehe weiter. Guckt er mich an? Nein, er guckt mich nicht an. Glaube ich jedenfalls. Was ist das? Ist das diese? Das ist Tinte, oder? Oh, das ist Tinte. Hm. Bestimmt gut für die Haut. Das ist bestimmt sehr, sehr gut für die Haut. Oh! Excuse me, can you help me?
Hello? Oh, ihr seid ja nicht allein. Hallo? Sir? Where the hell did he go? Was? Was? Bendy, was hast du getan? Warte mal, das war doch gerade ein Typ mit einer Maske, der hat Bendy hier hingetragen. Aber Bendy ist weg. Warum sammle ich so viel Bacon Soup ein? Ja, Bacon Soup, warum? Ich nehme einfach alles mit, also geht mir nichts, also wenn es ums Essen geht, ne? Wenn es ums Essen geht, also tut mir leid, aber da kenne ich ja. Und Bacon Soup klingt jetzt nicht so unlecker, finde ich. So mit schönen Bacon-Stückchen drin oder. Obwohl, wenn es berührt ist, Bacon ist, hört es vielleicht auch auf, aber. Stimmst du mir zu? Oh, das ist irgendwie creepy. The Dancing Demon. So nennt man mich auch. Hier ist schon wieder so ein Ding. Habe ich eine Taschenlampe? Nein, habe ich nicht. Need power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Switches. Then maybe I can open it. Find the three switches. Ja, gute Idee. Switches. Switches. Bist du eine Switch? Nein, du bist eine Lamp. Bitte, bitte verfolg mich nicht. Ich habe dich nur zweimal getötet, ja? Das zählt fast als kein Mal. Du ein Switch? Also du bist ein aufgemalter Switch, aber kein richtiger, glaube ich, ne? Wo sollen denn hier? Ich will jetzt mal von mir behaupten, ich habe die Augen offen behalten, aber ich habe keinen Switch gesehen. Ist hier einer? Oh, es sind ja drei Särge, den einen habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Drei Särge und drei Switches. Zufall? Ich glaube nicht. Achso, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nee, das ist ja auch nicht richtig. Na, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das alles hin. Also ich hoffe, dass ihr da seid. Weil alleine finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. Ich möchte euch nicht Z-Asphorien. Nicht wirklich. Was hat das mit diesen Bacon-Soups auf sich? Wollt ihr, dass ich nicht verhungere? Oh, oh! Ich kann das Banjo spielen! Ich war schon immer musikalisch. Okay. Ich hatte meinen Spaß. Jetzt wieder ernst. Also der wollte seinen Armen, das hat er aber von mir jedenfalls nicht bekommen. Switches. Also Schalter waren hier definitiv nicht, was? Bendy in Train Trouble. Witzig. Was für Switches sind das sein? Du bist aber nur ein Eimer, glaube ich, ne? Ja, du bist nur ein Eimer. Was für Switches? Da, okay, also ich sehe einen. Ach, das sind so eine Knöpfe, alles klar. Eins. Ja, die sind schwer zu sehen. Das ist ein bisschen knifflig. Hier ist aber keiner, Gott sei Dank. Oh, sie hat einen gefunden. Hashtag abgehoben. Hallo, Bendy? Ist da hinter was? Nein. Jetzt stehst du wieder. Ja, wenn wir... Klar, Brett. Nein, bitte nicht. Hier kann ich nichts weghauen. Ich wette ganz ehrlich, einer dieser Schalter wird hinter einem Bendy sein. Das sagt mir irgendwie mein Gefühl. Und nein, ich habe das Chapter noch nicht gespielt. Wenn das so sein wird, das ist jetzt einfach gerade nur mein Gefühl, weil uns das Spiel, glaube ich, nicht so mag. Das Spiel oder Bendy. Bendy mag es nicht. Kann ich kaputt hauen? Nein. Kann ich das kaputt hauen? Ja. Und dich? Nein. Bendy? Nicht so ein guter Freund, aber sehe ich nicht. Und du wirst eh gleich wieder stehen, also hab dich nicht so. Hier hinter?
Nein, du gehst nicht kaputt. Du bist aufgemalt. Okay, jetzt weiß ich, wie diese Schalter aussehen, aber wirklich helfen tut das noch nicht. Ah! Ausgezeichnet. Und da sind wir drei. Ja! I'm a genius! Hallo, Bendy. Oh, wie viel wollen wir wetten, dass ich jetzt irgendwas getriggert habe? Bendy, bleib da. Achso, Bendy? Bendy, nein. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ja, Bendy? Okay, ich gehe da jetzt rein. Ist das gut? Ja, ich gehe da rein. Was ist das? Find a new exit? Was war das gerade für ein Geräusch? Hallo? Bendy? Mami? Musikdepartement, gute Idee. Finde ich gut. Musik ist immer schön, nicht wahr? Was ist da unten? Exit! Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Drain. Drain, was sie abfließen, ne? Abfließen lassen. Okay. Ich verstehe. Down the drain, down the drain, down the drain. Oh. Du findest einen Schalter, erstmal Schalter drücken. Gute Idee. Oh mein Gott! Monster! Ich muss kämpfen! Ich will nicht kämpfen! Nein, 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 nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Oh mein Gott! Ich will nicht kämpfen! Ich hab damit nicht gerechnet! Ich hab damit nicht gerechnet! Geh weg! Geh weg! From above. Tinte halt, ne? Oh mein Gott! Überall Mikrofone. Okay. Ich weiß noch nicht, was dieses letzte Wort bedeutet, aber oh mein Gott, Bendy, was ist mit dir passiert? Oh mein Gott, das sieht... Oh, ist das gruselig. Wie soll das nun werden? Morgen will ich auch das 2 streamen. Das wird ja lustig, wenn ich mich hier schon einkacke. Mich erschrecke. Dann ist das nicht so geil. Bendy? Bendy läuft im Ink? Ja, das habe ich auch schon verstanden. Kann ich dich mitnehmen? Nein. Geht es hier rein? Ja. Wie schön. Hi. Achso, jetzt ist es ausgegangen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Bei Ihnen, warum? Ich habe hier wirklich nicht damit gerechnet, dass ich kämpfen muss. Ja, das klingt... Also eigentlich normal klingt es wie ein ganz normales Interview. Aber wenn wir jetzt mal uns jetzt hier so
an das Ganze hier erinnern, klingt das irgendwie mir eher beunruhigend, dass sie ein Part von dir wurde. Normalerweise ist es ja sehr, sehr gut, wenn wenn Synchronisationssprecher in ihrer Rolle kommen. Aber jetzt so hier im Zusammenhang finde ich das irgendwie nicht so gut. Stell dir mal vor, es kommt so ein Mischmasch aus Mensch und Tinte. Voll ekelhaft. Hauptsache, ich spiele erstmal in irgendwelchen Musikinstrumenten rum. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Damit sie auch auf jeden Fall wissen, wo ich bin. Recording. Aber ihr nehmt doch gar nichts auf. Okay, laufen wir jetzt mal ein bisschen. Oh, Leute. Ich bin morgen Atlas 2 und ich bin voller Tatendrang und so. Du gehst jetzt nicht hoch, oder? Bitte? Ich habe jetzt Angst vor Tinte. Vor Bendy sowieso schon lange. Ist da hinten irgendwas? Infirmary? Warum? Oh, hey, Bendy guckt mich so von der Seite an. Das macht mir voll Angst. Irgendwie ist Bendy überall. Hallo? Eine Orgel? Oh, eine Orgel. Hi. Hört ihr das auch? Also, wir drücken auf Tasten und jemand schreit um Hilfe. Das erinnert mich gerade ein kleines bisschen an Layers of Fear, wo du da an der Kette ziehst und irgendwie tust du jemandem weh, ohne dass du es mitkriegst. Was natürlich nicht so gut ist. Ich fand es trotzdem lustig. Stoppe. Do not let Joey see this. Was? Das ist Bendy. Bendy happy. Sad. Disgust. Angry. Oh, ja, okay, ich fange an zu verstehen. Ja, okay. Also egal was passiert, er wird immer so gucken. Do not let Joey see this. Wir sind nicht Joey, wir sind sein Kumpel. Aber ich glaube nicht der Chef, oder? Oder ist Joey der Chef? Schwer zu sagen. Also selbst wenn er der Chef ist, dann finde ich das trotzdem wirklich sehr traurig und makaber zugleich, dass eine Figur, also wie gesagt, ich kenne es ja selber, ich habe auch schon ein paar Figuren erstellt, zwar noch nicht so ausführlich wie sie hier, aber trotzdem habe ich auch meine Figuren. Und eine Figur immer wieder das gleiche Gesicht zu geben in diesem Spiel hier, halte ich für grausam. Weil dadurch gibst du ihnen nicht die Möglichkeit zu leben. It's well, time to believe. All right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. Nee. Du willst da rein. Wurdest von Tinte angegriffen, willst aber in deinen Tintebad, bist ein Genie. Kann ich vielleicht über das Klo? Nein. Komm, wenn ich da reingehe, werde ich angegriffen oder Bendy hier tut mir was. It's time to believe. Ich will nicht believen. Nee, aber ich kann's. Ich hab Angst, ich will nicht rein. Bendy, tu mir nichts. Ach so, hier hieß vielleicht ein Schalter? Da. Okay, wir müssen ins Klo. Ein Horrorspiel und ein Klo, selbstverständlich. Ich persönlich würde jetzt so oft mit der Axt reinhauen und dabei hier kommt Jackie. Und dann ist es auf, aber... Tja, was soll ich denn tun? Ich muss ins Klo kommen. Was irgendwie... Wie gesagt, wir haben eine Axt. Wozu haben wir denn eine Axt, wenn wir nicht... Wenn wir sie nicht benutzen, um Türen aufzumachen. Also irgendwer ist hier noch. Irgendeiner ist hier noch. Die Frage ist nur, wie er uns gesinnt ist. Stimmst du mir zu, Bendy? Das ist gut. Recording. Was ist das da? Ist
ist nur ein Schatten, das ist nur ein Schatten, glaube ich, oder? Bist du nur ein Schatten? Du bist nur ein Schatten. Was ist damit? Oh, jetzt habe ich mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, es hat sich tatsächlich sofort bewegt. Okay, also hier geht es nicht lang. Geht es da oben? Oh! Da stehen drei Bendis. Dahinter. Oh mein Gott, waren die vorher auch schon da? Bendy, hallo? War ich da schon drin? Ich glaube nicht. Bendy? Achso, das ist der Eingang. Das ist der Eingang? Ja, scheinbar. Okay. Oh mein Gott, ey, Leute. Aber hier ging es. Nein. Okay. Gehen wir mal nach oben, was bestimmt jetzt eine großartige Idee ist. Hallo? Oh, wer sind die unten? Ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich will dich. Spielst du irgendwas ab? Nein. Aber wozu? Ich muss später, glaube ich, irgendeinen Film finden und den dann hier einlegen. Jetzt steht ihr hier unten, das ist doch nicht euer Ernst. Also man muss hier irgendwie einen Film einlegen. Das habe ich schon verstanden, aber... Oh mein Gott, ich will nicht, ich will nicht. Ja, es ist ja doch ein bisschen was anderes, ne? Oh, muss es immer so laut klacken. Das Moment, weil du schon wieder vergessen hast, was du tun sollst. Den Schlüssel finden muss ich, das muss ich tun. Und dazu müssen wir ins Klo kommen und das ist jetzt irgendwie die Frage, wie kommen wir ins Klo? Errungenschaft bekommen, Johnny's Broken Heart. Was ist denn das? Johnny's Broken... Play the Pipe Organ 5 times. Achso, weil wir die Orgel aufgespielt haben. Oh Gott, jetzt kommt er nicht mehr, ich glaube, er ist tot. Entschuldigung, Typ, nicht so ungut. Aber hier kommen wir ja nicht hin, ne? Egal wie oft wir hier raufhauen? Nee. Eh? Nein. Infirmary könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das eigentlich vielleicht irgendwie zum Klo führt, auch wenn das jetzt irgendwie ganz voneinander entfernt ist. Also das hier war zu. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Garbage Cans. Dankeschön. Information. Alles gut, mehr brauche ich nicht. Hier? Nope. Ja, also wie gesagt, das mit diesen Emotionen, das ist so eine Geschichte. Weil wenn man jetzt wirklich mal so ein bisschen tiefer in die Psyche geht von Animationen und so weiter, was das Spiel offensichtlich tut, meine ich, dann brauchen Charaktere auch die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und sich auszudrücken. Wenn sie das nicht können, wäre das grausam. Ich habe die verdammten Schlüssel. Sehr geil. Sehr geil. Yo, Mann. Und ja, das ist jetzt halt hier passiert. Und ich glaube, das ist keine wirklich gute Idee. Mir gefällt es nicht, dass Bendy dann die ganze Zeit immer so um die Ecke guckt. Das macht mich voll nervös. Wir gehen jetzt ins Klo. Bendy? Okay. Das hier ist das Klo. Also erstmal ist die Suppe und ein Regal. Und oh. Oh, das werde ich mir auch schreiben. Verdammt. Banjo, Violin, Violin, Banjo. Banjo, Violin, Violin, Banjo. Erstmal Suppe. Okay. Bendy. Okay. Oh Gott, ich höre sie da. Was war das? Okay, ich wurde angegriffen. Und schon habe ich es wieder vergessen. Nein, Banjo, Violin, Violin, Banjo? Oder war es Violin? Violin, Banjo?